Moin Moin, grüß euch, hier wieder der Olli. Ja, heute bin ich nicht auf der TBS-Couch, aber ich habe mir den Trappi, den Raphael, rangeholt, um ein kleines Interview zu führen. Ich begrüße dich auf fast die andere Seite der Welt, denke ich mal. Ja, ziemlich genau, ja. Hallo, Ja. wie geht's? Wo bist du jetzt genau, wenn ich fragen darf? In Hongkong. In Hongkong direkt, jawohl. Ich frage Ja. jetzt lieber nicht nach dem Wetter, bei uns ist es bewölkt. Ja, bei uns ist es immer schön, immer schön. Immer schön. Ne? Ja, herzlich willkommen. Vielen Dank für das schnelle Interview, dass wir das doch noch kurzfristig durchführen konnten. Es ist viel in Deutschland passiert. Die Racing-Szene startet wieder in den vollen Zügen durch. Es ist ein neues System von euch rausgekommen. Ich würde aber gerne erst bei den meisten überhaupt zeigen, wer du oder sagen, wer überhaupt, wer du bist, wo du herkommst, was dich überhaupt nach Hongkong verschlagen hat. Und der Kerl kann Deutsch sprechen. Wie kann sowas sein? Ja, viele Fragen. Ist auch lange her, dass wir uns gesehen haben, aber ja, fangen wir einfach mal an. Wo kommst du ursprünglich eigentlich her? Ich bin Doppelstaatsbürger. Ich bin in Österreich und in der Schweiz aufgewachsen. Ich Ah. war aber auch 4 Jahre lang in Stuttgart, in Ja. Untertürkheim. Ich habe dort mein Gymnasium etabliert oder fast beendet. Kurz darauf bin ich dann nach Österreich und habe dort dann die Matura oder wie man das dort nennt, gemacht. Okay. Ja, wir haben uns ja damals bei den Drone Masters auf der CeBIT kennengelernt. Da hast du dein System das erste Mal vorgestellt. Da sagten alle so, was ist das denn? Ich erinnere mich noch, da hast du meinen Copter dankenswerterweise umgebaut, weil ich gar kein Bild mehr hatte. Und da fing das Ganze eigentlich, glaube ich, auch erst so richtig an, dass man wusste, wer ist überhaupt TBS, wer ist Truppi, oder? Genau, ja. Also das. Und uns hat man schon vorher gekannt, aber eher so in der Filmszene. Und dort wurden wir dann durch DJI verdrängt, weil die kamen dann mit dem Phantom 1 und mit dem Phantom 2 raus. Ja. Wir hatten dort den TBS Discovery. Vielleicht, also das kennen dann nur wirklich die alten Hasen. Das war so 2011 bis 2013, 14 rum. Und wir haben uns dann, also wir waren immer schon auf FPV fokussiert. Und FPV hat dann sozusagen sich von der Filmszene verabschiedet und hat sich dann auf die Mini-Quads und Long Range Wings und das ganze Zeugs fokussiert. Und da waren wir dann quasi daheim und wir hatten eigentlich schon Produkte designt und entwickelt, genau für diesen Trend sozusagen. Ja. Also es ist nicht, weil wir den vorausgesehen haben, sondern einfach, weil wir halt FPV-Piloten waren. Und uns gedacht haben, das wäre doch cool, wenn man mal Long Range fliegen kann ohne Ja, es ist auch Fail-Safes das System, was sich ja am meisten auch durchgesetzt hat, ne? Und man sieht es ja selber, ich fliege selber Wing und was ist anderes drin verbaut? Natürlich Teile von TBS, weil man darauf einfach auch die beste Bildqualität oder auch das stabilste Bild halt hat. Ne? Es ist einfach so. Und gerade in der Racing-Szene ist das analoge Signal ja immer noch nicht wegzudenken, auch wenn das digitale Signal natürlich immer mehr nach vorne drängt. Aber die Races werden halt auch immer noch in analog durchgeführt. Und da ist ja natürlich auch der TBS-Sender, gerade mit dem 25 mW der Race-Sender, natürlich auch sehr gut mit seinen ganzen Futures ausgestattet, der da perfekt natürlich auch reinpasst. Ne? Ja, ich bin auch, also wir haben ja mal das, wie hieß das System, das alte, von den Israelis war das noch. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber dazumals habe ich mir schon gedacht, digital racen wird sehr schwierig, weil Ja. man ist so leicht abgelenkt, auch wenn das Bild besser ist. Und die Amimon, genau, das Amimon Connect System, das hatte wirklich keine Latenz. Ja. Und auch wenn man keine Latenz hat, es hat sich einfach so komisch angefühlt, weil man sich halt beim Racen, also wenn man Minchen zuschaut, dann, ich glaube, der schaut gar nicht mehr auf das Videobild, der macht das einfach auswendig, weil man sieht eh nichts mehr, aber man wird so leicht abgelenkt von, keine Ahnung, von der Farbe von dem Gate, da, hier ist ein Buchstabe oder so irgendwas und bumm, Ja. knallt man schon rein. Deswegen, also ich war noch nie der Meinung oder noch nie der Überzeugung, dass sich digital im Racen durchsetzen wird. Aber wer weiß, vielleicht kann man ja bei den DJ einmal die Auflösung runterschrauben oder so, dass man nicht so leicht abgelenkt Ja, das stimmt, da wird. gebe ich dir auch völlig recht. Also ich fliege im Freestyle-Bereich fliege ich mittlerweile halt digital, weil es ein unheimliches Skill-Level-Erhöhung halt ist. Aber im Race-Bereich ist es einfach, ich habe immer noch meine analoge HDO2-Brille mit dem Fusion drin
und die TBS-Sender. Und das funktioniert einfach, muss ich sagen. Also es funktioniert über Jahre hinweg. Ich hatte meinen ersten TBS-Sender, den du mir eingebaut hast, den habe ich immer noch. Also das mag man kaum glauben, der funktioniert. Das war 2016, das glaube ich. Ja. 4 Jahre, oder? Also. Ja, 2016 sogar, über sechs ja, Jahre. Fünf Jahre her. Und der funktioniert krass. Halt immer noch, ne? Das muss man sich mal vorstellen. Und da sieht man halt auch die Qualität dahinter, die da steckt. Ne? Also ihr habt in den letzten Jahren gerade auch mit dem Crossfire wirklich sehr, sehr viel erreicht. Und ja, ihr seid auch vom Markt einfach auch nicht mehr wegzudenken. Ne? Und in Deutschland ist es auch das verbreiteste System halt auch, was es gibt. Ne? Egal, ob ich halt irgendwie eine externe Anlage habe und mir das Modul reinbaue oder halt auch die Tango 2. Es funktioniert. Und die Tango 2, ich muss selber sagen, ich bin so überzeugt von dieser kleinen Fernbedienung, weil sie so handlich auch liegt und sie passt in jeden Rucksack. Ne? Und die Gimmicks, die dabei sind, die einklappbaren Gimbals, top. Also ich muss sagen, wirklich gut. Ne? Cool, freut mich zu hören. Da haben wir lang dran gebastelt an dem Zeugs. Ja, das glaube ich. Da steckt viel Schweiß, glaube ich, auch drin. Ja, ja. Ja, jetzt das neue 60-System rausgekommen. Ist ja nochmal eine Revolution. Nochmal das Crossfire und ein Videosender in einer Platine sozusagen. Spart ja doch nochmal auf jeden Fall Platz und Gewicht. Sehr, sehr cool. Ich habe mir, wie gesagt, schon einige Videos angeguckt. Monique FPV hat da jetzt auch ein schönes Tutorial darüber rausgebracht, muss ich sagen. Lohnt sich auch anzuschauen. Was habt ihr noch geplant? Willst du irgendwas verraten, was vielleicht noch in der Zukunft auf uns zukommt? Oder holt ihr doch lieber die Trickkiste bei der TBS-Coach raus? Oder lasst uns doch vielleicht schon mal reingucken oder vielleicht, was, wo die Reise vielleicht auch hinführt? Ja, also es geht immer in die gleiche Richtung weiter. Also wir haben jetzt mit dem Crossfire-System, entwickeln wir jetzt eigentlich seit fünf oder sechs Jahren immer an der Spitze mit. Wir waren, als das Crossfire-System gelauncht hatte, war das Dragon Link auch noch ein Thema und dort waren wir teilweise nicht besser und nicht schlechter. Aber ich bin einfach der Überzeugung, slow and steady wins the race. Also das heißt, wir werden in naher Zukunft mit Features nachlegen, wo keiner sonst hat und auch keiner so schnell erreichen wird. Also es werden sehr viele Innovationen in dem Bereich Crossfire kommen und Tracer auch. Also die zwei sind ja jetzt seit vorvorgestern sind die ja jetzt eins. Also die laufen auf der gleichen Codebase weiter. Das ermöglicht uns einfach ein schnelleres Weiterentwickeln. Also wir haben jetzt sozusagen auch die LoRa-Technologie vom Crossfire in das Tracer reingepackt und das wird jetzt dann sehr, sehr bald mal aufgeschaltet, also dass man auch dann mit dem Tracer-Link ein bisschen weiterkommt. Mhm. Natürlich dann auf Kosten der Latenz. Und umgekehrt ist so in der nahen Zukunft geplant, dass das Crossfire-System eine tiefere Latenz bekommt. Okay. Also so, dass sich die beiden Systeme mehr oder weniger angleichen, dass man dann eigentlich nur noch aussuchen muss mit, will ich extrem schnell fliegen, dann kaufe ich mir das Tracer, oder will ich extrem weit fliegen, dann kaufe ich mir das Crossfire. Ja, okay. Ja, ist ja schon mal eine Innovation und auch für die Zuschauer auch interessant, wo die Reise halt hinführt. Wie gesagt, der ein oder andere, der überlegt sich ja doch, wo geht auch meine persönliche Reise hin, und wenn man dann schon mal so eine Aussage hat, wo es hingeht, dann entscheidet man vielleicht doch nochmal sich um und sagt, okay, dann hole ich mir doch lieber das andere System oder bleibe dabei und lege lieber darauf mehr Wert, als mir jetzt irgendwas Neues halt umzusteigen, zu holen. Ne? Ja, also wir sind nicht immer die Schnellsten, aber ich glaube, Crossfire hat so als, das hat eigentlich vorher noch niemand gemacht mit ein RC-System wie ein Flight Controller sozusagen entwickelt. Ja. Also permanent Features released. Wenn man vorher gab es, also ich will jetzt da keine Konkurrenten nennen, aber da gab es halt so Long-Range-Systeme, die hatten dann alle 12 Monate mal ein Firmware-Update. Ja, noch davor war ja noch schlimmer, Graupner oder Futaba oder Multiplex oder wie sie alle hießen. Die haben die letzten 10 Jahre keine Software-Updates gemacht. Nicht? Da gibt es dann irgendwann, gab es dann von den 72 oder 36 Megahertz-Systemen, ging es dann auf die 2,4 und that's it. Firmware-Updates gab es eigentlich keine. Yeah. Und unser Ziel mit, also deswegen haben wir auch
Das erste Feature, das wir released haben, war OTA Updates. Dass das Updaten von Features schnell geht, damit wir mehr releasen können und mehr testen können. Also, oder mehr Beta-Releases und schnellere Update-Zyklen haben können. Ja. Und dadurch konnten wir dann sozusagen die neuen Innovationen schneller releasen als alle Konkurrenten. Das stimmt. Und das wird auch weitergehen. Es geht noch weiter, auf jeden Fall. Ihr habt in Deutschland ja auch gute Supporter sozusagen, die auch die Szene hier auch in deutschsprachigen unterstützen. Wenn ich Chemicase oder Philipp Seide nur nennen darf, sind ja nur eine wenige, die wirklich das System auch hier auf Deutsch übersetzen oder auch den Leuten in Deutsch halt auch gut vor Ort schnell weiterhelfen, wenn nur irgendwo was hakt oder so. Also nochmal vielen Dank auch an alle, die da auch hier mitwirken in Deutschland und da auch weiterhelfen. Also auch selber, wenn ich da manchmal sitze, habe ich schon mal Chemicase angeschrieben, meinst du, oh mein Gott. Und er so, nee, mach mal kurz das und es funktioniert. Ja, stimmt, hast du recht. Nummer steht manchmal auf dem Schlauch, aber echt super Arbeit, die die Jungs hier leisten. Echt klasse. Und auch ihr Zeug dafür opfern, um was zu testen und alles. Also Hut ab, echt genial. Muss man auch mal ein großes Lob und Danke an die aussprechen. Ne? Das ist wirklich genial. Auf jeden Fall, ja. Also wir haben uns auch, denke ich mal, durch unsere Community ausgezeichnet. Also wir haben in Amerika haben wir so zwei, drei Leute mit Kernkompetenz, sage ich jetzt mal. Ja. Und im deutschsprachigen Raum, auch hier in Asien, haben wir Leute, die das auf Chinesisch machen. Von denen kriegt ihr halt weniger mit. aber es ist richtig cool. Wir haben halt immer überall so zwei, drei Power-User, die dann Wissen mitteilen. Und das verbreitet sich dann auch in der TBS Lounge auf Facebook. Und ja. Auch FPV Racer Germany kenne ich jetzt noch auf Facebook. Ja. Aber dann auch auf Reddit und diesen ganzen Foren, wo ich jetzt selber gar nicht unterwegs bin. Ist cool, wenn man dann irgendwann mal per Zufall über Google dann auf solche Posts stößt. Ah, cool, da hier wurde jemandem geholfen. Ja. Nee, das stimmt. Also die Community auch gerade im deutschsprachigen Raum, auch wenn die meisten vielleicht nicht unbedingt der englischen Sprache so mächtig sind, ist es ja auch wichtig, gerade in der Landessprache, in Deutsch oder so, auch in den Nachbarländern, das gut weiter zu verteilen. Und das muss ich sagen, das funktioniert hier in Deutschland auch sehr, sehr gut. Und wie gesagt, nochmal Hut ab, vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich bedanke mich bei dir, dass du dich die Zeit dafür oder geopfert hast. Du bist ja gerade in der Nachtschicht, hast du gesagt. Du bist gerade mit dem Paketpacken selber. Genau, ja. Der Chef packt selber mit an. Das ist ja echt lobenswert. Ne? Top, ey. Geht momentan leider nicht anders, ja. Wir hatten, also meine Leute sind, die arbeiten von 7 Uhr morgens bis 6 Uhr abends momentan. Also momentan ist Extraschicht und 6 Uhr abends gehen sie dann heim und ich mache von 6 bis 10 weiter. Lobenswerter Chef, damit wir unsere Teile kriegen. Genau, ja, die Mambos und die Tango 2s sind im Moment ist ein Rückstau und der muss weg. Nee, vielen, vielen Dank, klasse. Nee, ja, dann hoffe ich, dass wir uns auch bald mal wieder hier irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung wiedersehen, wenn es deine Zeit erlaubt. Ich weiß, du bist viel beschäftigt, aber wie gesagt, auch nochmal vielen Dank dafür, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, auch mal den Zuschauern zu zeigen, wer hinter der TBS-Couch steckt, wer das überhaupt ist. Aber vielen Dank dafür, für deine Zeit, die du mir genommen hast. Und schöne Grüße nach Hongkong rüber. Und auf jeden Fall bleib gesund, ne? Ja, wir dürfen nicht reisen, also von Corona kennen wir hier schon länger nichts mehr, aber es ist alles noch zu, wir können nicht nach 2IO, wäre jetzt wieder das ein cooles Event oder auch, also ich denke mal jetzt auch in Deutschland letztes Wochenende gab es ja schon das erste oder zweite Rennen sogar schon. Ja, genau, die Aircrash sind ja auch unterwegs, ja. Genau, ja, wir werden gerne dabei, aber uns lassen sie hier nicht raus. Du bist in den Gedanken bei uns, das reicht, du fliegst in der Luft mit. Danke. Cool, ja, nee. Vielen Dank fürs Interview, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir auch dafür. Cool, danke, tschüss. Tschüss.